tiefgreifende Geschichten, komplexe Charaktere und ein ausgeklügeltes Skillsystem. Rollenspiele sind für viele der Leuchtturm unter den Videospielen. Auch im Jahr 2017 erwarten uns wieder einige Hoffnungsträger, die ich in diesem Video kurz vorstellen möchte. Fans von klassischen Oldschool-Rollenspielen kommen auch im Jahr 2017 auf ihr. Wartet uns am Anfang des Jahres ein geistiger Nachfolger von Planescape Torment, dem RPG mit der für viele besten Story überhaupt. Auch bei Tides of Numenera steht dementsprechend die Geschichte im Vordergrund, die größtenteils über Texte und Dialogfenster erzählt wird und sich mit dem Wert eines einzelnen Lebens beschäftigt. Wer es klassisch mag und beim Spielen gerne viel liest, auf den wartet mit dem über Crowdfunding finanzierten Titel von Entwicklerlegende Brian Fargo voraussichtlich ein echter Leckerbissen. Ein ganz besonderes Highlight erwartet uns gleich im März 2017, denn dann geht BioWare voraussichtlich mit Mass Effect Andromeda an den Start, dem Nachfolger der bahnbrechenden Trilogie um Commander Shepard. In geht's dieses Mal allerdings nicht mehr, denn Andromeda spielt rund 600 Jahre nach dessen Geschichte. Die Menschheit ist derweil auf der Suche nach einem neuen Zuhause in fernen Galaxien und wir sollen als der sogenannte Pathfinder die Andromeda-Galaxie auskundschaften. Das Besondere ist also, dass wir dieses Mal die Aliens sind. Ansonsten bietet Andromeda alles, was man von einem Mass Effect Spiel erwarten würde, plus eine Menge Freiraum beim Erkunden der neuen Welt. Hoffentlich wird's gut. Das kommende Action-Rollenspiel Elex von den Gothic-Machern Piranha Bytes dürfte ein sehr interessantes Spiel werden. Interessant allein durch das sehr spezielle Setting, das mittelalterliche Landschaften mit futuristischen Waffen und Gadgets wie beispielsweise einem Jetpack kombiniert. Das Spielerepertoire der deutschen Entwickler glänzte in der Vergangenheit leider nicht gerade durch Bugfreiheit, hat jedoch immer noch einen ganz besonderen Stellenwert in vielen Spielerherzen. Wir hoffen, dass Elex den durchaus hohen Erwartungen gerecht werden wird, demnach, was wir bisher gesehen haben, scheint es auf einem guten Weg zu sein. Vikings Wolves of Midgard sieht zunächst aus wie eine Mischung aus Diablo und God of War, aber die Entwickler von MC2 France wollen durchaus ihren eigenen Weg gehen. Mit nordischer Mythologie und Wikinger-Flair sollen Spielerherzen erobert werden. In den Kämpfen müssen wir stets in Bewegung bleiben und Monster schenken uns weniger Loot, sondern vielmehr Ressourcen, die wir beim Handwerker oder Händler unseres Vertrauens dann in mächtige Gegenstände umwandeln. Während unserer Abenteuer bauen wir außerdem Stück für Stück das anfangs zerstörte Dorf Ulfung wieder auf, was uns zusätzlich zum Weiterspielen motiviert. Hack-and-Slay-Fans sollten Vikings Wolves of Midgard jedenfalls unbedingt auf dem Schirm haben. Einen besonderen Ansatz bietet das Action-Rollenspiel Absolver vom Nischen-Perlen-Publisher Devolver Digital. Hier kämpfen sich Spieler durch das fiktive Land Adal und treffen sowohl auf Computergegner als auch auf andere Spieler. Das Kampfsystem basiert dabei auf diversen Martial-Arts-Nahkampf-Moves, die sich modifizieren und zu eigenen Kombos zusammenbauen lassen. Wie in einem MMO können Spieler ihren eigenen Charakter erstellen und entwickeln und für ihren Platz in dem zerfallenen Reich kämpfen. The Search heißt der neue Titel der deutschen Lords of the Fallen-Macher Deck 13. Er versetzt uns in eine dystopische Zukunft, in der die Erde am Sterben ist und die verbliebenen Menschen sich in überfüllten Städten tummeln, deren soziale Systeme kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Das Gameplay orientiert sich dabei an der Dark Souls-Formel und modifiziert diese. Dank neuartiger Technologie und einer Art Exosuit sollen die Kämpfe deutlich schneller, jedoch nicht weniger fordernd vonstatten gehen. Die zahlreichen Roboterfeinde müssen Körperteil für Körperteil zerstört werden, der Spieler kann Überreste nutzen, um den eigenen Suit mittels Crafting-System abzugraden. The Search kommt für PC, PS4 und Xbox One. Scalebound ist ein von Platinum Games entwickeltes Action-RPG, in dem wir in der Rolle von Drew durch die Welt Draconis reisen. Dabei haben wir einen Drachenbegleiter namens Tuban, der uns im Kampf unterstützt und unsere folgt. Mittels Dragon Link Modus übernehmen wir sogar direkte Kontrolle über die Feuerechse. Stirbt einer der Charaktere, so ist die Reise auch für den anderen vorbei. Neben dieser besonderen Freundschaft bietet Scalebound rollenspieltypische Mechaniken. Wir finden Rüstung und Waffen, können diese upgraden und unseren Charakter aufleveln und skillen. Scalebound kommt nur für Xbox One und Windows, PS4-Spieler schauen in die Röhre. Ein gutes Rollenspiel braucht weder Drachen noch Orks.
Das dachten sich die tschechischen Entwickler von Warhorse Studios, als sie 2014 ihre Crowdfunding-Kampagne zu Kingdom Come Deliverance starteten. Einem ambitionierten Open-World-RPG, das eine bodenständige und realistische Mittelaltergeschichte erzählen will. Und haben dabei scheinbar recht gehabt, denn das Spiel fand schnell eine auf den Release hinfiebernde Fanbase. Kingdom Come bricht dabei mit so einigen Genre-Konventionen, liefert frische Gameplay-Ideen und ein ausgeklügeltes Kampfsystem. Ob das Ganze am Ende Spaß macht, bleibt abzuwarten. Was wir bisher gesehen haben, war schon irgendwie speziell, aber vielversprechend. Es ist zwar noch nicht für 2017 bestätigt, aber wir hoffen natürlich auf ein Release des bislang noch sehr geheimnisvollen Cyberpunk 2077, dem neuen Streich der polnischen Witcher-Macher von CD Projekt Red. Der erste Trailer der Rollenspielhoffnung erschien bereits Anfang 2013, knapp 2 Jahre vor Release des dritten Witcher-Teils. Nun, da die Witcher-Trilogie abgeschlossen ist, voll und ganz auf die Entwicklung von Cyberpunk konzentrieren. Viel ist noch nicht bekannt, nur dass der Spieler sich frei durch eine Open-World-Großstadt namens Night City bewegen kann.